Lohtal liegt idyllisch im mittleren Schwarzwald. Hier oben auf 680 Metern Höhe, am Höhenweg zwischen dem Geißberg und dem Hühnersiedel, entspringt die Schutter. Angereichert von mehreren kleinen Wasserläufen, vereinigt sie sich in Schweighausen mit dem Geißbergbach und fließt dann nach Nordwesten durch das Schuttertal. Die Sprachwissenschaftler sind sich uneinig über die etymologische Bedeutung des Wortes Schutter. Die frühgermanische Form Skutro bedeutet schnell dahinfließendes Gewässer, währenddessen indogermanische Wurzeln Skiut auf Entdämmung und Aufstauung des Wassers hindeutet. Beides ist wohl zutreffend, denn im Oberlauf fließt die Schutter rasch dahin, während sie in den Niederungen der Rheinebene zahlreiche Mühlen und Dämme aufweist. Nach 25 Kilometern erreicht die Schutter die Stadt Lahr und damit die oberrheinische Tiefebene und mündet schließlich nach weiteren 30 Kilometern bei Kehl in die Kinzig. Während der vergangenen Jahrhunderte trat die Schutter immer wieder über die Ufer und richtete dabei teils gravierende Überschwemmungen und Hochwasserschäden an, vor allem in der Rheinebene. Anbauflächen wurden überflutet, Ernten zerstört, aber auch Straßen und Häuser gerieten in Mitleidenschaft. Erste Planungen für einen wirksamen Hochwasserschutz entlang der Schutter entstanden bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die betroffenen Gemeinden und die Behörden des damaligen Landes Baden konnten sich aber über die Finanzierung der Schutzmaßnahmen nicht einigen. Und so geschah nichts bis Anfang der 1930er Jahre. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte sich die Vorgehensweise grundlegend. Maßgebend waren die neuen Rechtsgrundlagen, insbesondere das Ermächtigungsgesetz von 1933. Damit war das Justizministerium in Karlsruhe befugt, ein Gesetz über den Hochwasserschutz im Schuttergebiet zu erlassen. Innerhalb eines Monats wurde nun der sogenannte Schutterentlastungskanal geplant, der in direkter Linie von Lahr Dinglingen nördlich an Nonnenweiher vorbei zum Rhein führen sollte. Etwa 1000 Mann des freiwilligen Arbeitsdienstes schufen in 8 Monaten unter härtesten Bedingungen und nur mit Pickel, Schaufel und Spaten ausgerüstet den 12 Kilometer langen Kanal. Privatunternehmen errichteten 15 Brücken sowie 4 Düker für kreuzende Flussläufe. Ein Zeitzeuge aus Schwanau erinnert sich. Mein Name ist Heimburger Fritz. Ich war 50 Jahre lang Förster hier im Gemeindewald Schwanau, erst Heumannsweiher und dann Nonnenweiher und Wiederweiher noch. Die habe ich jetzt Arbeitsdienstlager in Heumannsweiher gehabt, Richtung Odeheim. Und jeden Morgen sind die durchmarschiert und haben gesungen. Und wir sind als kleine Buben raus an das Hoftor und haben geschaut, zum Teil unbegleitet, wenn die halt nicht mehr singen können, dann lachen müssen, wenn sie uns sehen mit halbnacktem Oberkörper. Schwanau, die Heimatgemeinde von Fritz Heimburger im Frühling 2016. Schwanau liegt 8 Kilometer westlich von Lahr in der oberrheinischen Tiefebene und grenzt direkt an den Rhein und damit an Frankreich. Im Zuge der Gemeindereform Anfang der 1970er Jahre wurde die zuvor selbstständigen Gemeinden Wittenweier und Nonnenweier und die nördlich davon gelegenen Gemeinden Allmannsweier und Ottenheim zur neu gebildeten Gemeinde Schwanau vereinigt. Circa 7000 Menschen leben und arbeiten in Schwanau. Die
städtebauliche Entwicklung wird durch die Erweiterung und Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten vorangetrieben. Die umliegenden Ackerflächen werden seit jeher landwirtschaftlich intensiv genutzt. Der Schutter-Entlastungskanal durchquert Schwanau zwischen Allmannsweier und Nonnenweier und birgt durch sein Alter und seine Bauweise weiterhin die Gefahr von Überflutungen. Da, wo es dann so der Höchststand war, wo ich zum Wald rausgekommen bin, ist der Kanal überhaupt nicht mehr geflossen. Und er hat sich rückgestaut bis zu der Autobahn. Bis an die Autobahnbrücke und hat das Wasser hingeschwappt. In Nonnenweier haben sie auch dasselbe festgestellt und haben nachher den Tag oder abends noch den Damm an anderer Stelle durchgebrochen. Dann hat das Wasser vom Kanalbeck raus können in den Oderheimer Gemeindewald. Und dann ist es wieder gefallen. Jahre nach dem Bau des Schutter-Entlastungskanals wird dieser nun ausgebaut und ertüchtigt, um ein 100-jährliches Hochwasser sicher ableiten zu können. Der Bürgermeister von Schwanau begrüßt diese Maßnahme ausdrücklich. Ich bin Wolfgang Brucker, bin Bürgermeister in Schwanau. Es war hier schon sehr dramatisch mit dem Hochwasser im Schutter-Entlastungskanal, weil da seinerzeit Anfang der 80er Jahre der Damm zu brechen drohte. Und von daher natürlich die Erfahrungen, auch die Ängste, die damit verbunden sind, schon sehr groß sind. Und wir aus den Erfahrungen heraus uns auch freuen, wenn es einen Hochwasserschutz gibt, bei dem man keine Angst mehr haben muss. Zum Neubau und zur Ertüchtigung und zum Ausbau des Schutterentlastungskanals kam es, weil das Land Baden-Württemberg einen 100-jährlichen Hochwasserschutz herstellen muss, der vor allen Dingen den Ortslagen von Schwanau, insbesondere der Ortsteile Nonnenweier, Allmannsweier und Ottenheim zugutekommt und das Land hier auch in einer Verpflichtung war und ist und dieser auch gerne und auch gut nachkommt. Die Bevölkerung ist sehr umfangreich, sehr umfassend und sehr intensiv über die Baumaßnahmen informiert worden. Wir hatten mehrere öffentliche Sitzungen in den Ortschaftsräten und im Gemeinderat zu dem Thema. Das Land hat sehr intensiv berichtet, was es vorhat, wie die Baumaßnahme ablaufen soll, in welchem zeitlichen Ablauf es stattfinden soll. Wir hatten auch dazu mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen, wir hatten eine extra Bürgerversammlung zu dem Thema. Also ich denke, das Land hat hier sehr umfassend, sehr umfangreich und auch sehr intensiv und auch sehr deutlich und klar und auch in verständlicher Weise darüber informiert, was passiert, wie es passiert, in welchen Abläufen. Und hat auch dazu schon verschiedene Infoblätter verteilt, auch mit Erläuterungen zum Beispiel, was ist denn überhaupt ein Düker, sodass sich jeder auch vorstellen kann, um was es jetzt im Einzelnen bei den Bauabschnitten und bei den Maßnahmen geht. Also für die Gemeinde selber gab es auch den Vorteil, dass der Schutterentlastungskanal jetzt ertüchtigt und entsprechend einen 100-jährlichen Hochwasserschutz bereitstellen wird in der Zukunft. Weil sonst eine Entwicklung, eine Baugebietsentwicklung lange Zeit gestoppt gewesen wäre. Durch den Neubau und den Ausbau des Schutterentlastungskanals kann nun auch eine entsprechende Wohnbaufläche vermarktet werden. Die Leute sind dort auch schon am Bauen, weil eben nach den Hochwassergefahrenkarten mit der Ertüchtigung des SEK ein entsprechender Schutz hergestellt ist. Und das war für uns als Gemeinde schon sehr wertvoll und sehr wichtig, dass dieses Ziel auch erreicht werden konnte. Sonst wäre die Entwicklung im Ortsteil Ottenheim über die nächsten Jahre hinweg gestoppt gewesen, weil der Schutz eben nicht gewährleistet gewesen wäre. Da geht Fläche verloren. Das ist natürlich schon ein Punkt, der die Landwirtschaft bewegt. Wenn der Damm brechen würde und die landwirtschaftlichen Flächen sind unter Wasser, lässt sich da auch keine Landwirtschaft mehr betreiben oder sehr schwer betreiben oder auch lange nicht mehr betreiben. Von daher war es auch sicher ein Anliegen der Landwirtschaft, hier für eine gewisse Sicherheit gesorgt zu bekommen. Während eines Interviews im Regierungspräsidium Freiburg, Dienststelle Offenburg, wird das Bauvorhaben erklärt. Mein Name ist Joachim Rau. Ich bin beim Regierungspräsidium Freiburg, Landesbetrieb Gewässer, zuständig für den Ausbau des Schutterentlastungskanals.
Ich bin Christine Himmelsbach und bin die Stellvertreterin von Joachim Rau. Der Schutterentlastungskanal wurde in den 1930er Jahren gebaut, um das Hochwasser aus dem Schuttertal direkt zum Rhein abzuleiten. Er wird hier in Lahr an der Heiligenschleuse abgeleitet und wird dann durch Lahr vorbei, Schwanau, direkt zum Rhein geleitet. Die Überprüfung des Hochwasserschutzes am Schutterentlastungskanal hat gezeigt, dass der Schutterentlastungskanal an einigen Stellen zu niedrig ist, vor allem in dem Bereich hier zwischen der Kläranlage Neuenwein oder L100, sodass man hier den Deich höher bauen muss. An vielen anderen Stellen des Schutterentlastungskanals hat man festgestellt, dass die Geotechnik nicht ausreichend ist, um einen ausreichenden Schutz bei Hochwasser zu gewährleisten. Da besteht die Gefahr eines Dammbruchs. In dem Abschnitt von der Kläranlage bis zum Wald bei Allmannsweier wird der Schutterentlastungskanal auf der nördlichen Seite um 10 Meter nach Norden verschoben und dadurch der Querschnitt aufgeweitet. Im Vorfeld ist es erforderlich, dass der Mühlbachdüker verlängert wird. Der Mühlbachdüker führt den Mühlbach unter dem Schutterentlastungskanal nach Norden. Dadurch, dass wir die nördlichen Deiche des Schutterentlastungskanals um 10 Meter nach Norden versetzen, ist der Mühlbachdüker nicht mehr lang genug. Wir haben den Mühlbachdüker untersucht und festgestellt, dass er nicht mehr standsicher ist, sodass wir beschlossen haben, anstelle des bisherigen Mühlbachdükers einen neuen verlängerten Düker in 10 Meter Entfernung zu bauen. Der gesamte Schutterentlastungskanal ist in 6 Bauabschnitte aufgeteilt und soll bis 2022 abgeschlossen sein. Der Mühlbachdüker als vorauslaufende Maßnahme wird 2017 abgeschlossen sein. Er kostet ungefähr 2 Millionen Euro. Die gesamte Baumaßnahme für den Schutterentlastungskanal kostet ca. 18 Millionen Euro. Was ist eigentlich ein Düker? Ein Düker ist ein Bauwerk zur Unterquerung von einem Hindernis, wie in unserem Fall der Schutterentlastungskanal. Ein Düker funktioniert nach dem Prinzip von zwei kommunizierenden Röhren. Im Einlaufbereich und Auslaufbereich ist er offen und somit steht auch der gleiche Luftdruck an. Dadurch gibt es kaum Höhenverluste. Der Neubau vom Mühlbachdüker wurde in einer offenen Bauweise durchgeführt, da die Oberbodenüberdeckung vom Kanal zum Düker nur sehr gering war. Mitte Juni 2016 rollen die Bagger heran und die Bauarbeiten des nördlichen Dückerabschnitts beginnen. Das Ingenieurbüro Wald und Korbe aus Hügelsheim ist für die Planung des Mühlbachdückers federführend. Die Firma Rentler aus Offenburg für dessen Bau. Das obere Erdreich des ca. 1/4 Hektar großen Lagerplatzes an der Baustelle wird abgetragen und planiert. Anschließend wird eine Schotterdecke aufgetragen, damit der Lagerplatz einen sicheren Untergrund hat und das Erdreich geschont wird. Im Rahmen der Baumaßnahme werden auch die Bäume entlang des Baugeländes untersucht. Bäume mit Bruthöhlen für Vögel oder Fledermäuse werden ausgegraben und als Totholzbäume an anderen Stellen wieder eingepflanzt. Sie dienen dann weiterhin, auch für Insekten, als Lebensraum. Regelmäßig treffen sich die Verantwortlichen zu Baubesprechungen vor Ort. Der Apfelbaum ist versetzt. Das ist erledigt. Beide? Ja. Okay. Ausführungspläne sind ja bekommen. Ja. Ist auch erledigt. Was sonst noch läuft, ist hier einfach. Die ersten Materiallieferungen für den Bau des Dükers treffen ein. Es sind 13 Meter lange, stählerne Spunddielen zum Bau zweier Spundwandkästen. Die einzelnen Profile werden 9 Meter in den Boden gerammt und durch ineinander greifende Schlösser, die beim Nut- und Federprinzip miteinander verbunden, sodass eine zusammenhängende, geschlossene Wand entsteht. Spezielle Baumaschinen mit Mäklern kommen dabei zum Einsatz,
an die die entsprechenden Rammen, Rüttler oder Pressen angebaut werden können. Im Schutz der Spundwandkästen wird der Düker erstellt. Der neue Mühlbach-Düker hat eine Gesamtlänge von 64 Metern und die Besonderheit, er liegt bis zu 6 Meter unter dem Gelände. Das führt dazu, dass wir beim Bau des Mühlbach-Dükers besondere Maßnahmen ergreifen müssen. Zwei Faktoren spielen dabei eine besondere Rolle. Zum einen muss sichergestellt sein, dass das Wasser im Schutterentlastungskanal auch weiterhin fließen kann und auch bei Hochwasser sicher abgeführt werden kann. Zum anderen eben der hohe Grundwasserstand, der dazu führt, dass ein Großteil der Baumaßnahme unter Wasser stehen würde. Um beiden Randbedingungen Rechnung zu tragen, wurde beschlossen, den Mühlbach-Düker in zwei Abschnitten zu bauen. Im ersten Bauabschnitt wird ein Spundwandkasten bis zur Mitte des Schutterentlastungskanals gebaut, der den Konturen des Dükers nachgeführt ist. Um im Trockenen bauen zu können, wird der Spundwandkasten mit einer Unterwasserbetonsohle hergestellt und dann leer gepumpt. Die Unterwasserbetonsohle, die man hier sieht, wird mit Mikropfählen im Untergrund verankert. Das dient dazu, um zu verhindern, dass diese Sohle nicht durch das Grundwasser aufgetrieben wird. Wenn der Beton ausgehärtet ist, wird dann das Wasser ausgepumpt und im Schutze des Spundwandkastens wird dann dieser erste Teil des Dükers hergestellt. Der zweite Abschnitt hätte das Problem, so wie man hier sieht, wenn man direkt anschließen würde, dass der gesamte Querschnitt des Schutterentlastungskanals zu gering wäre. Wir hätten bloß noch diesen Querschnitt als Abflussquerschnitt. Daher wird vor Beginn des zweiten Abschnittes zuerst der nördliche Damm um 10 Meter in diesem Bereich nach Nord verlegt, sodass das Wasser immer noch einen ausreichenden Querschnitt hat, um abzufließen und auch im Hochwasserfall die Sicherheit besteht, dass wir hier keine Überflutungen haben. Im Anschluss daran wird der zweite Abschnitt, genauso wie der erste Abschnitt, zuerst mit einem Spundwandkasten, dann mit Unterwasserbetonsohle hergestellt, dann wird ausgepumpt und das Bauwerk hergestellt. Mit diesem Bauablauf wird sichergestellt, dass im SEK ein ausreichender Abflussquerschnitt vorhanden ist, um ein 100-jähriges Hochwasser sicher ableiten zu können. Beim Betonieren, der schiebt jetzt noch Schlamm vor sich her, der Beton. Der breitet sich ja aus, der Beton. Das ist wie so ein Kehrwisch. Da schiebt man den Schlamm so zusammen und den saugen wir jetzt hier am Ende ab. Seil ist lose, ich gebe dann Pumpe lose. Moment. Ja. Also, ich bin der Martin Huber von Polier von der Baustelle, Firma Rentlerbau, Oberburg. Ja, wir sind da jetzt seit Juni sind wir in dem Bauwerk beschäftigt. Am Anfang haben wir mal Probleme gehabt wegen starken Niederschlägen, wo alles Matsch war und Bagger untergegangen sind in der Baustelleeinrichtung. Ja, das ist dann angefangen, da sind die Spundwandkasten gekramt worden. Und
Dann der Unterwasserausschub, ist alles unter Wasser ausgehoben worden. Und dazu sind die Taucher dann gekommen. Und dann unten die Spundiele gereinigt mit Hochdruck, Wasserhochdruck. Und dann sind Mikropfähle eingebaut worden zur Unterwasserbettunghalterungssohle. Und die sind, da ist anschließend der Taucher wieder gekommen und gereinigt und der Schlamm abgesaugt im Becken unten drinnen vom Aushub. Und dann ist der Unterwasserbeton eingebaut worden. Und da ist der Taucher auch wieder dabei gewesen, zum im Vorwerk den Schlamm nochmal abzusaugen. Nach dem Leerpumpen des Spundwandkastens beginnt der neue Düker nun rasch Gestalt anzunehmen. Boden, Seitenwände, Decke und die beiden voneinander getrennten Röhren werden verschalt und betoniert. Insgesamt 77 Tonnen Bewehrung und 530 Kubikmeter Beton. Das entspricht 67 Betonmischerladungen, werden verbaut. Anfang November ist der nördliche Damm mittlerweile um 10 Meter nach Norden verlegt, sodass mit dem zweiten Bauabschnitt des Dükers begonnen werden kann. Ja, mein Name ist Dagmar Frenk, ich bin Ortsvorsteherin hier in Nonnenweiher, ein Ortsteil der Gemeinde Schwanau. Die Wiederherstellung eines Schutzes vor einem 100-jährigen Hochwasser halte ich natürlich als immens wichtig, deshalb, damit die Weiterentwicklung der Gemeinde auch gewährleistet ist, also sprich auch hier im Ortsteil Nonnenweiher. Wir hätten sonst auch nicht die Möglichkeit, ja, im Zuge Möglichkeiten auch des weiteren Ausbaus, Neubaugebiete bzw. auch im Ortssetter entsprechend Flächen wieder wertbar zu machen. Wir hatten die Möglichkeit, in der Burkhard-Michael-Halle sind wir informiert worden über den, also in der Informationsveranstaltung, die sehr gut angenommen worden ist von der Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten das Thema auch, ich meine schon Bürgerversammlungen und dann eben entsprechend sowohl im Ortschaftsrat als auch im Gemeinderat. Ja. Es gab einzelne, wenige Landwirte, die tatsächlich auch ein Problem mit der Maßnahme als solche hatten, weil sie eine Verquickung entsprechend auch mit den Poldermaßnahmen, das heißt mit dem Polder-Elsmündung gesehen haben und dann im Prinzip gesagt haben, wenn sie hier die Flächen zur Verfügung stellen, dann tun sie automatisch entsprechend auch den Polder-Elsmündung vorantreiben. Das hat Überzeugungsarbeit gebraucht. Ich meine aber auch, dass es, glaube ich, in ein, zwei Fällen auch nicht gelöst werden konnte und dann entsprechend bauliche Maßnahmen aber gut hinbekommen worden sind. Mein Name ist Stefan Rapp vom Planungsbüro Wald und Korbe. Wir sind federführend in der Planung vom Mühlbach-Düker und betreuen das Projekt in der Planung und jetzt auch jetzt in der Ausführung und sind dafür zuständig, dass hier alles rund läuft.
Ich würde mal schätzen, das waren etwa ein halbes Jahr Planungszeit mit allem drum und dran. Natürlich verschiedene Abstimmungen mit Behörden, mit Umweltschutz, mit Fischerei etc. zu treffen, bis man dann alles auf dem Papier hat. Ich würde sagen, ein gutes halbes Jahr gearbeitet. Also auf jeder Baustelle gibt es so Kleinigkeiten, aber hier im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden. Ein paar Ausfallzeiten während dem Winter, die gab es natürlich, damit rechnet man aber. Also es gibt keine größeren Schwierigkeiten. Für die Besitzer der Wasserkraftanlage Rubinmühle bei Nonnenweiher ist die gesamte Baumaßnahme natürlich besonders wichtig. Mein Name ist Hubert Rubin, ich bin Miteigentümer der Firma Wilhelm Rubin. Ich bin Stefan Rubin, wir produzieren hier Strom und sind natürlich auch abhängig jetzt von einer entsprechenden Sanierung des Dükers und des SEKs. Wir versprechen uns natürlich auch über die Erweiterung des SEKs, also des Schutterentlastungskanals, eine Absicherung für das sogenannte 100-jährige Hochwasser. Wir hatten das ja 1983 schon erlebt, wie knapp es sein kann, bei der bestehenden Maßnahme für den Hochwasserschutz zu sorgen. Da war ja im Prinzip schon Gefahr im Verzug, indem man den Hochwasserschutzdamm auf Höhe von einer Weiher schon mit Sandsäcke befüllen musst. Und ja, es ist schon bewusst, dass wir hier vielleicht für die Zukunft einfach abgesichert sind, was Hochwasserschutz betrifft. Ich darf auch noch erwähnen, dass die Kommunikationsebene mit dem Regierungspräsidium Freiburg und deren Vertreter eigentlich sehr gut ist. Das heißt, wir sind zufrieden, gibt es Probleme, bespricht man das und versucht, lösungsorientiert zu denken in beide Richtungen, und ich hoffe, das bleibt so und ich würde das auch so begrüßen. Am 2. März 2017 darf an der Baustelle des Dükers gefeiert werden. Vertreter aus der Bundes-, Landes- und Lokalpolitik, dem Regierungspräsidium Freiburg und der Bürgerschaft von Schwanau treffen sich zum feierlichen Spatenstich zum Ausbau des Schutterentlastungskanals. Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg, hält die Eröffnungsrede. Ja, ich freue mich, dass ich Sie heute so zahlreich und vor allem so prominent begrüßen darf. Ich freue mich, dass die Bundestagsabgeordneten Herr Weiß, Herr Dr. Fechner heute da sind, die beiden Landtagsabgeordneten, Frau Boser und Frau Genkes, der erste Landesbeamte, Herr Landrat Dr. Störner, ja, und vor allem der Ministerialdirektor des Umweltministeriums, Herr Meinl, ganz, ganz herzlich willkommen hier. Die Bürgermeister, Bürgermeister Brugger, Bürgermeister Peters, ja, und viele Damen und Herren aus den Gemeinderäten, aus den Ortschaftsräten. Das zeigt, wie wichtig dieser Tag heute ist, wie wichtig dieser Spatenstich ist für die Region, für den Hochwasserschutz in dieser Region mit diesem Spatenstich am Schutterentlastungskanal, welchen wichtigen Schritt wir jetzt tun für die ganze Region, für die Menschen hier in der Region. Denn der Kanal, wie er hier in Schwanau auch genannt wird, der spielt für den Hochwasserschutz in und um Schwanau schon immer, schon viele, viele Jahrzehnte eine ganz wichtige Rolle. Die Oberrheinebene zwischen Elz und Murg ist von Natur aus stark hochwassergefährdet. Dieses Gebiet des Oberrheingrabens wurde schon vielfach, man kann schon sagen regelmäßig, durch die Schwarzwaldflüsse, durch die Zuflüsse, die hier in den Rhein fließen, überflutet.
Sogar die höher gelegenen Siedlungen wurden immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn man die Chroniken vieler Orte hier in der Region anschaut, dann liest man immer wieder über Berichte, über Hochwasserereignisse, die nicht deshalb nur schwer waren von der Dimension her, sondern weil sie so plötzlich hereingetreten sind. Und das hatte natürlich immer katastrophale Folgen für die Menschen, die hier betroffen sind. Am 25. Mai 2017 gibt es einen erneuten Anlass zum Feiern. Nach 11 Monaten Bauzeit wird der neue Mühlbach-Düker in Betrieb genommen. Zuerst werden die beiden tonnenschweren Dammtafeln gezogen. Unter den Blicken zahlreicher Zuschauer können nun die beiden verbliebenen schmalen Dämme für den Zu- und Abfluss des Dükers weggebaggert werden. Mühlbach hat nun wieder freie Fahrt durch das neue Bauwerk. Der alte Mühlbach-Düker hat nun ausgedient. Vor dem Ein- und Auslass werden Absperrungen aus Felsbrocken und Erde geschüttet und so der Wasserzulauf unterbunden. Sein Auslass wird mit Felsbrocken verpflockt und mit Erde zugeschüttet. Die darin im alten Dücker verbliebenen Fische können anschließend abgefischt werden. Ich bin Klaus Blasel vom Büro für Fischereibiologie und wir haben vor der Verfüllung des alten Mühlbach-Dükers diesen Düker nach dem Auspumpen leer gefischt, elektrisch, und haben etliche Fische noch, die da drin gefangen waren, noch bergen können. Darunter waren Barsche, Schleien und sehr viele Marmorgondeln. Der letzte Akt beginnt. Der alte Düker wird abgesperrt, ausgepumpt und mit einem Spezialbeton verfüllt.